Was geht ab, Leute? New Day, neuer Tag in Dubai. Und ich bin auf der Marina spazieren und ich möchte über ein gewisses Thema reden. Und zwar, wie ich auswähle, welche Arbeit ich mache, wie ich auswähle, welches Business ich mache, welche Moves ich mache und wie ich auswähle, welche Moves ich ablehne, welche Opportunities ich ablehne, ja? Welche Möglichkeiten für Arbeit, für gewisse Aktivitäten ich ablehne und aus welchem Grund. Und es ist inspiriert durch ein Gespräch, das ich gestern hatte mit einem Typen. Ich war gestern essen mit meinen Eltern. Meine Eltern sind gerade hier in Dubai mich besuchen und sie sind eine Woche hier. Und wir waren was essen mit so einem Freund von meinen Eltern. Und er ist Immobilienmakler, Projektentwickler, er hat eine Hausverwaltung, bla bla bla. Viele verschiedene Sachen. Und er macht offensichtlich Geld. Aber ich habe ihn gefragt, arbeitest du viel? Und er meinte, ja, er hat viel Arbeit, okay, es ist anstrengende Arbeit. Ich meinte, okay. Arbeit ist viel, aber ist die Arbeit auch outsourcbar? Ja, kannst du es outsourcen an andere Leute? Er meinte, na, sehr schwer outsourcbar. Das heißt, er hat viel Arbeit, ja, und er ist an einem Ort gebunden in Deutschland, wo er sein muss, wegen seiner Arbeit, wegen den Bullshit-Arbeit, die er machen muss. Ich meinte, was sind bei dir die 20%, die den meisten Umsatz machen? Er meinte, ja, die Deals, die Immobilien-Deals. Ich meinte, warum machst du nicht nur die? Er meinte, ja, weil er muss diese Verwaltungsscheiße machen, um die Deals zu bekommen. Ich meinte so, okay. Das ist eine Trap. Das ist eine Falle und das ist eine Sache, die ich für mich nicht gern hätte. Ich frage ihn, okay, wenn du jetzt ein Business starten würdest, würdest du das machen? Er meinte so, ja, ist einfach interessiert an Business, bla bla. Meinte, okay, das hier ist meine Ansicht anders, okay? Ich würde das nicht auswählen, das zu machen. Warum? Weil mir Freiheit wichtig ist. Aber nicht nur deshalb, sondern meine Philosophie ist, ich möchte so wenig Arbeit wie möglich für so viel Geld wie möglich. Das ist meine Philosophie. Das heißt, ich wähle nur Sachen, die extrem leveraged sind. Ja, das heißt, was bedeutet Leverage? Leverage bedeutet, umso mehr Leverage du hast, umso weniger Anstrengungen musst du machen für dein Ergebnis, für dein gewünschtes Ergebnis. Leverage hast du im Business. Ja. Wie kannst du dein System so aufbauen, dass du so wenig Anstrengungen, so wenig Input wie möglich geben musst für viel Output? Okay? Zum Beispiel, Elon Musk hat viel Leverage. Er kann so schnipsen und plötzlich ist in der über der Ukraine, als der Krieg begonnen hat, Internet. Er hat sehr viel Leverage. Wie viel müsste eine normale Person arbeiten, um das zu erreichen? Elon Musk muss nicht viel Energie reinstecken, weil er sein System schon aufgebaut hat, weil er sein Leben schon aufgebaut hat, okay? Leverage hast du in Dating. Wie viel Outreach musst du machen, um die Girls zu bekommen, die du möchtest? Ja, wenn du wenig Leverage hast, musst du sehr viel Outreach machen, sehr viel Arbeit reinstecken, sehr viel Games, sehr viel da. Wenn du viel Leverage hast, musst du kaum was machen. Okay? Das heißt, in jedem Bereich im Leben kannst du Leverage bekommen. Und das Ziel sollte sein, so viel Leverage wie möglich zu haben. Okay? Das heißt, wenn ich überlege, welche Arbeit ich mache, dann überlege ich, ist diese Arbeit Leverage oder nicht? Das heißt, bei mir persönlich, was könnte ich machen? Ich könnte mit Airbnb-Gästen schreiben. Ja, das ist 1:1 Arbeit, das ist eine Arbeit, die überhaupt nicht leveraged ist. Okay, das ist dumme Arbeit, meiner Meinung nach. Ich könnte mich darauf fokussieren, die ganze Zeit alle Kleinigkeiten, Bullshit, Admin-Tests selbst zu machen. Okay, warum mache ich diese Sachen nicht selbst? Weil ich sie an einem VA outsourcen kann und dieser VA macht diese Sachen für mich und ich kann mich auf Leverage-Sachen fokussieren. Also es ist 1:1 Arbeit. Ich stecke einen Input rein und ich bekomme einen Input raus. Und ich kann den Input nicht verringern und da mehr Output bekommen. Okay, das ist einfach eine 1:1 Arbeit, eine Bullshit-Arbeit, meiner Meinung nach. Eine ähnliche Sache sind Sales Calls. Ja, ich könnte Sales Calls die ganze Zeit selbst machen und ja, ich würde ein bisschen mehr Geld machen. Aber das Ding ist, es ist nicht leveraged, es ist 1:1. Ich kann da nicht, ich stecke meinen Input rein, ich bekomme den Output raus. Deshalb source ich diese Sachen out. Aber was ist leveraged? Zum Beispiel, wenn ich Content mache. Ich kann hier reinreden in die Kamera. Und das können 1000 Leute sehen, das können 10.000 Leute sehen, ja, whatever. Und ich mache das einmal und es arbeitet für mich jeden Tag sozusagen. Und Leute joinen in der Community, Leute werden Kunden, Leute kommen in School, bla bla bla. Leute folgen auf Instagram, Leute sehen weiterhin mein Content. Und deshalb ist es leveraged, okay? Das heißt, Airbnb ist auch eine leveraged Arbeit. Warum habe ich Airbnb gewählt? Weil ich muss einmal das System aufbauen, danach muss ich kaum noch Input reinstecken, damit das Output generiert. Ja, das heißt, es ist leveraged. Das heißt, ich würde generell gucken, dass ihr so wenig nicht leveraged Sachen macht, wie ihr könnt. Ja, weil natürlich manchmal kannst du sagen, okay, ich werde besser in diesem Skill, zum Beispiel, wenn du Sales Calls machst. Okay, du wirst besser in dem Skill, das ist schon gut. Aber ein Kollege von mir macht die ganze Zeit Sales Calls. Ich sage ihm so, Bro, hol dir einen Closer
und schau, dass du lieber Content machst, schau, dass du lieber Sachen machst, die Leverage haben, ja? Die compounden. Es gibt Sachen, die compounden, es gibt Sachen, die nicht compounden, okay? Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt eine Lehre machst, manche Leute sagen mir, ja, sie machen eine Lehre, sie machen eine Uni und sie wollen Online-Business machen. Ich denke mir, warum machst du das? Du verschwendest deine Zeit dort. Weil diese Sache kann nie dazu führen, dass du das Leben bekommst, das du möchtest, wenn du ultimativen Freedom haben möchtest, gell? Mach nur Sachen oder entscheide dich nur für Businesses, wo du einen klaren Weg siehst, um 100.000 more zu machen. Weil wenn du diesen Weg siehst, dann heißt es, dass dieses Business viel Leverage hat. Ja, dass du da für wenig Input deiner Zeit, es gibt Leute, die schreiben eine E-Mail am Tag und machen 100.000 im Monat. Ja, 30 Minuten am Tag. Das ist eine Sache, die Leverage hat. Ja, oder ein Video am Tag, ein Reel am Tag, was weiß ich. Okay, das heißt, wenn du Uni machst, würde ich dir nur empfehlen, Uni zu machen oder Lehre, wenn dir deine Eltern im Gegenzug dein Leben finanzieren. Ja, wenn deine Eltern sagen, ja, während du Uni gehst, bekommst du die Wohnung, während du Uni gehst, bekommst du irgendwelche Vorteile dadurch, dann denke ich, ist sinnvoll. Aber sonst würde ich sagen, investiere diese Zeit lieber in eine Sache, die leveraged ist. Ja, weil 9 to 5 ist nicht leveraged. Okay? Schau lieber, wenn du einen Job suchst, welchen Job solltest du machen? Meiner Meinung nach, du solltest einen Job machen. Entweder, wo du etwas lernst, wie zum Beispiel Sales, wo du auf Commission arbeitest, das ist nicht schlecht. Oder einen Job, wo du mit dem Kopf woanders sein kannst. Wenn du zum Beispiel Uni gehst, deine Eltern sagen, ja, währenddessen, was weiß ich, finanzieren wir dein Leben. Dann guck einfach, dass du so wenig Arbeit wie möglich in Uni steckst, so wenig Gehirnarbeit in Uni steckst, so wenig Energie rein wie möglich und arbeite an einer gescheiten Sache. Schau, dass du eine Sache lernst, die Leverage hat, eine Sache lernst, die dir wirklich ein krasses Leben ermöglichen kann. Weil das Ding ist, Leute, Uni und diese 9-to-5-Sachen, das ist ein bisschen eine Trap. Weil du kommst da rein und die Leute, die brainwashen dich, die Professoren, dein Umfeld, du wirst die ganze Zeit gebrainwashed. Alle wollen dir sagen, dass das dieser Online-Business-Weg, dass das schlecht ist, dass das nicht das Wahre ist, you know? Dass das Scam ist, dass das Bullshit ist, bla bla. Weil wenn sie nicht dieser Ansicht wären, dann wären sie nicht dort wahrscheinlich. You know? Deshalb, du musst echt extrem aufpassen, dass wenn du dort bist, dass du dich nicht so beeinflussen lässt von dem, was andere Leute sagen, dass du wirklich so straight bleiben kannst, wirklich sehen kannst, okay, glaub nur Leuten, nimm nur dir Advice von Leuten, die ein Leben haben, das du gerne hättest. Und wenn du kein Uni-Professor sein möchtest, oder wenn du nicht das Leben haben möchtest von einem Uni-Professor, dann nimm nicht sein Advice, you know? Dann glaube ich nicht. Dann lern von Leuten aus dem Internet, lern von Leuten, die wirklich, wo du denkst, damn, ich hätte gerne den Freedom, den diese Person hat. Versuch sein Mindset zu adaptieren. Vielleicht lern nicht genau seine Intention, vielleicht lern nicht genau das, was er sagt, aber versuch sein Mindset zu adaptieren, wie er denkt. Nur Leverage-Sachen machen, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich gelernt habe von Leuten, wo ich sehe, okay, die sind erfolgreich, sie machen keine Bullshit-Arbeit, you know? Das heißt, Leute, das war mein Vortrag über Leverage, wie ich auswähle, welche Sachen ich mache. Weil ich Airbnb gestartet habe, ich habe gedacht, okay, ich möchte nur Sachen machen. Ich möchte nur mein Airbnb-Business so aufbauen, dass es outsourcebar ist. Ja, ich habe geschaut, dass es einfache Prozesse sind, einfache Systeme, die ich einfach einem VA geben kann. Nicht extrem komplizierte Sachen. Ja, mach keine Arbeit, die extrem kompliziert ist, die nicht outsourcebar ist. Ich baue mein ganzes Business, ich baue alle Sachen so auf, dass es outsourcebar ist. Dass ich es nicht die ganze Zeit 1:1 machen muss, you know? Also ich nicht. Natürlich, manche Sachen muss ich jetzt auch noch 1:1 machen, aber es ist unglaublich leveraged. Ja, ich baue Systeme auf, mache Videos, die ich Leuten geben kann, etc. Ja, ich gucke einfach, dass ich alles so mache, dass ich nicht meine Zeit für Geld eintausche, sondern dass ich theoretisch den ganzen Tag machen kann, was ich möchte. Aber deshalb ist jetzt, um das System aufzubauen, extrem viel Arbeit und extrem viel Testen, aber es stört mich überhaupt nicht, viel zu arbeiten gerade, weil ich weiß, wohin ich arbeite. Ich weiß, dass ich etwas sehr leveraged aufbauen. Und damals stört es nicht zu arbeiten. Im Prozess wird mein Leben auch schon immer besser, weil ich beginne mehr Geld zu machen. Aber natürlich, wenn du dich nur auf Short-Term-Geld fokussierst, dann wirst du nicht so viel Leverage haben. Und wenn du dich auf Long-Term-Sachen fokussierst, wie zum Beispiel Personal Brand etc. Aber es wird sein, weil du irgendwann sehr viel Leverage hast. Was bedeutet Leverage? Du kannst am Pool chillen und währenddessen 10.000 am Tag machen. You know, das ist Leverage meiner Meinung nach und das ist das Goal. Also Leute, es war ein bisschen so ein random Talk, aber it is what it is. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Heute haben wir einen Call in der School Community um 19 Uhr und in diesem Call wird es gehen um Krypto. Ich denke, ein doper Typ, for real. Es ist mit einem Krypto-Experten, den ich in Dubai kennengelernt habe. Ich kannte ihn davor schon von Telegram, von einer Community.
Und er verwaltet jetzt viele Portfolios. Ach, okay, nice, Digga. Damals war noch, ich glaube, der hat das noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, wann er das gestartet hat. Wir werden heute darüber reden im Live-Call. Das heißt, wenn euch generell Calls interessieren mit Leuten, die Online-Business machen etc., damit ihr deren Mindset adaptieren könnt. Ja, und nicht von Leuten, die, Bro, Uni und so ein Scheiß, Bullshit, Digga. Es ist for real Bullshit. Besonders Lehrer, Digga. Leute sind alle so brainwashed vom typischen System. You know, und es ist schwierig, dass, wenn ihr die ganze Zeit in dem Umfeld seid, lässt ihr euch halt brainwashen. Das heißt, wenn ihr dort sein müsst, in der Uni und sowas, guckt wirklich ein Ohr rein, ein Ohr raus, Digga. Sei straight, bleib straight, you know. Also, wir sehen uns, Leute. Live-Call heute 19 Uhr, join the community, Link in Bio ist komplett for free. Und könnt den Call auch nachschauen, wenn ihr zu spät das gesehen habt. Und wir sehen uns, Leute, im nächsten Video. Like und subscribe.